everybody, Mikey G hier, Mike, und willkommen zurück zu Wolfenhain. Ja, Freunde, das letzte Mal sind wir ein bisschen rumgedümpelt, haben unser Haus entdeckt, haben gemerkt, dass es Augen hat. Guckt mal da, da blinkt was. Zack. Ah. Unser Haus redet mit uns. Ja, das letzte, was wir da eben getan haben. Und der letzte Schritt auf unserem Weg zu einer wahren Hexe, denn jetzt können wir endlich Zauber wirken. Und der Kreis der Hexen hat ein Fest für uns demnach vorbereitet, zu dem wir gleich aufbrechen werden. Gleich. Denn zuerst muss ich noch etwas erledigen. Etwas, das ich schon lange tun wollte, ich nicht wusste, wie es ging, bis ich ein klein wenig Hilfe hatte. Nun ja, wir müssen nämlich noch ein Koboldwicht-Gevieche fangen, Gnomen. Der Stoff ist schon derart aufgeweicht, dass er nur noch als Abdichtungszeug für Löcher taugt. Ha! Ich habe eine Idee, wie ich an den frechen Wicht gelange. Baldrada erhält einen nassen Lappen. Jawohl, und jetzt auf zum Wicht, damit wir endlich hier weg können. Ein bisschen neues Wasser, sehr schön. So, und mir wurde nahegelegt, vorsichtig zu sein, wenn ich bei dem Wicht gleich bin. Ich bin gespannt, inwiefern. Das Eichhörnchen ist immer noch da. Jupp. Und auf zum Wicht. Und der Fuchs auch. Na, jetzt bin ich aber gespannt. Ah, na, hier und einfach, na, wahrscheinlich so. Komm heraus und gib die Sichel her, du Wicht. Versuch doch hereinzukommen, du dicke Kuh. Na, warte. Na? Wie geht das jetzt? Moment. Hier vielleicht. Ah. So, du kleiner Hosenscheißer, was hältst du davon? Bumm. Ui, wie gemein. Es hat sich ausgeschalkt. Rück die Sichel wieder heraus. Und tun Sie bitte wieder den Lappen aus dem Schornstein großlegen, hörst du? Also gut, nichts da. Ja, ich wurde da so ein klein wenig gespoilert, so mehr oder weniger von euch. Wenn ich ihm jetzt das Ganze verwehre, dann kann ich ein Sidequest später nicht machen. Und wir wollen doch so viel, wie es geht, sehen. Also gut. Und ich rate dir, das nicht als Aufforderung zu erneuerlichem Übermut zu deuten, Wicht. Denk immer an den Lappen. Ui, ui, der furchtbare Lappen. Ich will alles tun, damit er mich nicht wieder heimsucht. Sehr schön. Haha, na du Wicht. Und sonst hast du nichts gestohlen? Nein, nein, nein. Gar nichts. Bist du dir sicher? Ja, gar nichts. Sieh an, was... Was machst du denn? Magietrank. Hey! Oh, oh. Leute, hab ich's mir jetzt schon verbaut? Ich speichere mal separat. So, wieder von vorne. Zack. Und weiter geht's. So, jetzt gehen wir dem Heuwächter seine Sichel wieder. Und dann gehen wir endlich auf das Fest zu unseren Ehren. Moment, ist das Zeug hier nachgewachsen? Dann nehme ich das nochmal mit und mache mir noch zwei Gegengifte, bevor wir gehen. Pilze? Keine Pilze. Okay. Wir machen doch schnell zwei Gegengifte, denn ich schätze, die können wir später noch brauchen. Bin ziemlich sicher sogar. Da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Und dann, gehen wir auf das Fest der Hexen. Ich bin sehr gespannt, Freunde. So. Hey du, hier hast du was. Meine Lieblingssichel ist weg. Hör auf zu jammern, ich habe sie gefunden. Das ist sie, meine Sichel. Ich würde sie unter Tausenden wiedererkennen. Sie hat einen Griff, ein Klingenblatt, einen Griff. Ah. Komm, liebe Sichel, nun hängst du wieder an deinem Ehrenblatt. Hab vielen Dank, Waldrada. Meine Sichel und ich gehören einfach zusammen. Oh boy. Yippie! Oh, und aufgestiegen, cool. Hab vielen Dank, Waldrada. Ja, ja, ja. Super. Und schon auf Stufe 2. Ich habe mir jetzt nicht die Werte vorher angeguckt. Aber wie schaut das aus hier? Ja. Kann ich noch nichts zu sagen.
Aber gut, dann brauen wir noch schnell und dann verschwinden wir. Verdammt, so. Ich bin gespannt, was wir noch für Dinge lernen. Ah, okay, perfekt. Eins kann man noch machen, oder? Dunkelbeeren? Ja, genau, super. Was fehlt denn? Was? Ach so, eine Dunkelbeere. Ja gut, dann eben zwei. Auch gut, Freunde. Und von dannen. Bist du soweit? Das Fest wartet. Auf geht's. Na endlich! Was trödeln wir da noch hier herum? Kommt! Dum, dum, dum. Wo ist die Feier? Wer kommt alles? Müssen wir weit laufen? Ach, ich bin schon so gespannt. Es gibt verborgene Orte, die nur der Schwesternschaft bekannt sind. Was soll die geschwollene Geheimnistuerei, Tanka? Wir gehen zum Gipfel der Windkuppe. Dieser scheußliche Regen hält immer noch an, aber davon reden werden wir uns die Laune nicht vermiesen lassen. Trotzdem beeilen wir uns lieber, durch den aufgeweichten Wald zu kommen. Der Gipfel, da vorne ist er ja endlich. Warte hier. Ah, ihr bereitet noch ein paar Kleinigkeiten vor. Lasst mich nicht zu lange schmoren. Du kommst, wenn wir dich rufen. Du kommst, wenn wir dich rufen? Ha, ich bin gleich eine vollwertige Hexe. Da hat sie mich nicht wie ein neugieriges Kind zu behandeln. Ob ich schon einmal um die Ecke luge? Ob das so gut ist? Tritt hervor, Waldrada. Tritt in den Kreis. Oh. Nur vier Hexen? Ich dachte an eine etwas größere Feier. Sind wir dir nicht gut genug, Waldrada? Nein, nein. Ich dachte nur an die alten Geschichten. Dort sind die Zusammenkünfte immer wahre Tummel. Nun siehst du mit eigenen Augen, wie uns der Orden, des du weißt schon wer zusetzt. Darum tut gerade in diesen Tagen Hexennachwuchs bitter Not. Und heute wirst du in unsere Mitte aufgenommen. Tritt ganz in den Kreis und sei ohne Sorge. Webt das Netz, Schwestern. Knüpft die neue Bande. Schenkt Safon einen weiteren Gefährtin. Die Gabe nehme ich. Die Gabe reiche ich. Nimm, was die Schwesternschaft für dich erbracht. Ein paar Hölzer? Guck nicht so verdattert, Liebes. Was meinst du wohl, wofür die Feuerstelle da ist, hm? Gebieter der Hexenschaft, deine Dienerinnen flehen dich an. Heiße unsere Wahl willkommen. Großer Safaun, nimm diese da auf in deinen Kreis. Wir bitten dich. Oh! Er ist es! Es ist soweit, Waldrada. Besiegle den Bund. Was muss ich tun? Wirf alles von dir, was dich an das Alte kettet. Bloß und bar aller Lasten sollst du vor Safaun treten. Sie meint, du sollst dein Gewand ins Feuer werfen. Der Rest ergibt sich dann schon von alleine. Das verspricht also doch noch ein richtiges Fest zu werden. Oh, da ist ja jemand, den habe ich gar nicht gesehen. Gleich ziehen sie sich aus. Na toll. Na, ist das denn? Ruhe da! Ach, zu spät. Wir sind entdeckt. Da ist Mannsvolk im Versteck. Da oben. Hier und jetzt ist der falsche Ort, sich mit der Hexenschaft anzulegen. Well?
Vielen Dank, Herr. Spinnenbein und Molkskillblubber. Der Kerl ist ein Paladin. Heraus, Kerle. Gebt den Hexen keine Gnade. Oh, das sind nicht wenige. Gleich haben wir sie im Stellbrunnen. Safa, und steh uns bei. Es sind zu viele. Flieht, Schwestern. Flieht und rettet unseren Kreis. Bye, bye. Und was machen diejenigen von uns, die nicht fliegen können? Laufen! Ah, hey, wartet! Gafft nicht, hinterher! Oh, boy. Wartet auf mich! Wo seid ihr denn hin? Schlaft nicht ein, er greift die Hexen! Nichts wie weg. Vielleicht gelingt es mir, mich im tiefen Wald zu verbergen. Kommt ihr nach? Ah, ich will es nicht rausfinden. Moment. Warum ist das da? Ich wusste so, es ist nicht und nicht runter. Und noch laufen sie mir nicht hinterher. Ich habe alle Zeit. Ob ich mich hier verstecke? Nein, ich kenne den tiefen Wald. In ihm bin ich sicherer. Ah, okay, interessant. Los geht's. Okay, Money. Immer schön das Geld mitnehmen. Ah, direkt am Beutel. Die Musik gefällt mir. Starker Heildrang. Können wir immer brauchen, denn wir müssen bestimmt bald wieder kämpfen. So. Nichts wie weg. Na, das lief ja super. Wir werden sie finden. Jeden einzelnen dieser Dämonenmetzen. Schwärmt aus. Durchkämmt den Wald. Schüttelt die Bäume. Durchforstet die Sträucher. Los, los. Wie auf einer Treibjagd. Da oben ist Blut. Warum ist da Blut? Oh, ich möchte das Eulenwissen testen, Freunde. Hallo. Zwei Stück, zack. Aha. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Aua. Tu das nicht. So. Na, wo ist sie? Da ist sie. Ah, okay. Jetzt bin ich aber... Dann kann die wohl selbst entscheiden, was sie tut. Na, das ist interessant. Krankenzunge. Analyse. Stufe 2, 70 und 50 HP, Stärke Wasser, Schwäche Feuer. Sehr schön. Und vor allem, es dauert nicht so lange wie in Final Fantasy. Meine Güte, haben da die ganzen Sachen immer lange gedauert, Freunde. Oh, und angreifen kann sie auch. Cool. Die ganzen Zauber teilweise. Boah, wisst ihr, was ich mich gerade erinnere? Ihr habt doch sicherlich, ein Teil von euch hat doch bestimmt Final Fantasy 7 gespielt. Könnt ihr euch noch an den finalen Kampf erinnern? Ich erzähle jetzt nicht, welcher das ist für die, die es noch spielen wollen. Na gut, das Game ist schon so alt. Aber dieser Ober-Mega-Angriff, der 10 Stunden gefühlt dauert, bis er durchgesetzt ist oder beendet wurde? Meine Güte. Das war doch der Wahnsinn, oder? Ihr wisst, wovon ich spreche, Freunde. So, ja super. Und ein Magietrank und ein Kräutersud. Na gut. Wir haben keinen Stress, so wie es aussieht. Alles schön geskriptet. Es hat sich bewegt. Wenn hier etwas in Bewegung ist, dann wohl eher meine Nerven. Wenn der Regen es noch nicht fortwaschen konnte, muss es frisch sein. Sehr frisch. Der Schleier gefällt mir nicht. Oh, sag jetzt nie, das ist die Höhle, in der Gisulf drin war. Moment. Da ist Gisulf. Moment. Können wir in die Höhle überhaupt reinspeichern? Na, jetzt wird's interessant, Freunde. Eigenartig. Dieser Nebel wirkt auf seltsame Art lebendig. Ha! Bei allen Dämonen des Gezackten. Was ist das für ein fauliger Gestank? Ist das Moder? Oder wieso habe ich das Gefühl, der Waberarm versuche nach mir zu greifen? Also in der Höhle unter dem alten Baum werde ich mich ganz sicher nicht verbergen. Können wir nochmal zurück? Vermutlich nicht. Ah, wieder alles nachgewachsen. Diese Knorpische, verdammt und zugenäht. Meinen Herrchen direkt in die Arme? Was komme ich denn heute für Ideen? Ja, gut. Alles klar, auf zu Gisulf. Ah. Gisulf! Gisulf! Ein Toter? Was geht in diesem Wald nur vor? Darum kann ich mich später kümmern. Ich habe gerade meine eigenen Sorgen. Er lebt?
Es sieht gar nicht gut für ihn aus. Ach, aber nur einen kurzen Moment, Waldrada. Das Gröbste ist schnell behandelt. Alles Weitere liegt in den Händen der Götter. Nicht mehr in meiner, denn ich bin gleich wieder weg. Oh boy. Das wird wohl nix. Gut gemacht, Tankmar. Du hast sie entdeckt. Leise, Kerle. Das Weibsstück ist gefährlich. Verdammte Hexe, ich habe Quack! Immer noch Appetit auf Fliegen. Halte die Männer zurück, Tankmar. Ich schnapp sie mir allein. Schon wieder eine Heldentat. Gib Acht auf dich, Herr. Seit wann fürchtet der Jäger die Beute? Uh-oh. Nur noch diese Stelle und dann sollte es geschafft sein. Ah! Bei Safaun, wo kommst du denn? Bams. Was für ein Fang! Ich habe eine dieser Dämonenbuhlen lebend erwischt! Der Hochmeister wird begeistert sein! Schafft sie zum Karren und dass ihr mir die Hexe gut verschnürt! Was machen wir mit dem alten Mann dort? Die Hexe hätte kaum ihre Flucht unterbrochen, wenn er nicht von Wert für sie wäre. Er wird bald lernen, was den Komplizen der Hexenschaft blüht. Packt ihn auch in den Karren. Und that is our story. Dann erwachte ich gefesselt und geknebelt in einem versplittert strotzenden Holzkarren. Eine faszinierende Geschichte. Was meinst du, Brunn? Spricht die Hexe die Wahrheit? Zur lauteren Wahrheit ist nur der Feg, der auf dem Pfad des Güldenen wandelt. Du kennst die gerechten Gebote gut, Brunn. Was soll das heißen, ich lüge? Hey, du warst doch dabei. Du weißt, dass es so war. Vergiss nicht, wo du bist. Wer soll dir hier schon glauben? Du hättest aus reiner Herzensgüte dem alten Mann geholfen? Gestehe, welchen Wert hat er für dich? Welche Dämonen betet ihr an? Es ist, wie ich sagte. Ich wollte nur helfen. Von allen Versuchen, den Befragungen der glühenden Eisen zu entgehen, ist das einer der jämmerlichsten. Die Art, wie du zu lügen versuchst, verrät viel über dich. Und nun werden wir den Rest erfahren. Auf die Bank mit der Hexe! Endlich, Meister! Los, Knechte, packt sie! Hochmeister! Es ist soweit! Er erwacht! So zeitig? Dann muss es ernster als gedacht stehen. Schnell, rufe die gerechte Versammlung ein. Ja, Hochmeister, ich eile. Was denkst du, Brunn? Ist das ein gutes Zeichen? Es ist immer ein Grund zur Freude, wenn er uns erscheint. Wie immer korrekt er antwortet. Aber gib Acht, unseren Glauben nicht zu sehr auf geflissentliche Rezepte zu beschränken. Manchmal sind auch die eigenen unvollkommenen Worte von Wert. Ich werde auch diese Lektion beherzigen, Hochmeister. Und sie mir bei nächster Gelegenheit wörtlich aufsagen. Ich weiß, Brunn. Und nun komm, dies hier muss warten. Bringt die Hexe zurück in die Zelle. Keine glühenden Eisen, Herr? Ich habe ja noch nicht einmal ein paar Funken einsetzen dürfen. Höre ich recht? Willst du den Hochmeister korrigieren? Was steht hier so rum, Knechte? In die Zelle mit der Hexe! Guck nicht so enttäuscht, Schätzchen. Du musst ganz bestimmt nicht darauf verzichten, mit hübschesten Mustern versehen zu werden. In die Zelle mit dir! Oh boy. So war das also. Nur weil du während deiner Verfolgung an mir herumfummeln musstest, hält man mich für deinen Komplizen. Ich habe dich gerettet, du undankbarer Dickwanst.
Na, vielen Dank für deine Mühe, mich in das Verlies des Hexenjägers verfrachtet zu haben. Achte auf deine Worte. Und du machst, dass du in deine Zelle kommst. Halt schön still, Hexenweib. Du willst doch nicht mein Messer zwischen den Rippen spüren, oder? Hör auf, an der Kleine rumzufummeln. Dafür hast du später noch Gelegenheit genug. Wir müssen erst einmal den Meister beruhigen. Ja, ja. Gehen wir zu ihm und hören uns wieder sein Geplärr an, weil er nicht zum Foltern kam. Wie kann jemand in seinem Beruf nur so eine Sensibelchen sein? Na super. Der Bursche hat in der Eile mit den Fesseln geschlammt. Jetzt macht euch auf etwas gefasst. Tja, Freunde, da haben wir ganz schön viel erfahren. Und auf was sich die hiesigen Knechtschaft gefasst machen darf, das sehen wir in der nächsten Folge von Wolfenhain. Bis dahin, rock your life, everybody. Cheerio.